Herr Sobe, herzlich willkommen hier am Hans-Gasser-Platz 9, einem wunderbaren, wunderschönen Projekt mit einer tollen Aussicht über Villach, was für uns als Redaktion etwas unklar war bei der Einladung. Sollen wir Sie jetzt als Stadtrat bezeichnen oder steht das alles noch erst an, sozusagen Ihre Intronisierung? Ja, die richtige Intronisierung wird am 21. September stattfinden. Da hoffe ich, dass der Herr Landeshauptmann auch Zeit hat und im Endeffekt oder sonst ein Vertreter von ihm mich dann wirklich wieder angeloben wird. Aber ich habe schon eine gewisse Historie hinter mir. Also man kann mich in vielen Dingen bezeichnen. Ich war schon zweimal im Stadtsenat, also ich wäre auch ein Stadtrat außer Dienst momentan, obwohl ich natürlich auch noch die Gemeinderatsfunktion momentan innehabe. Ich bin Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses und de facto von meiner Fraktion schon intronisiert, das heißt, man nennt diese Funktion designiert. Okay. Auch als Clubobmann treten Sie sozusagen in den Schatten von Andreas Sucher? Ja, ich habe den ersten Auftritt als Clubobmann bei dieser Gemeinderatssitzung gehabt, die ja ein bisschen auch an Presse ausgelöst hat und mache diese Aufgabe momentan sehr gerne. Sie ist auch sehr wichtig, wer heute um 13 Uhr wieder ein Gespräch haben mit allen anderen Clubobmännern und ja, diese Funktion erteilt ja im Endeffekt die eigene Fraktion. Diese Beförderung jetzt zum Stadtrat und auch zum Clubobmann, kam für Sie das jetzt überraschend? Gab es hier Vorgespräche? Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das SPÖ-intern? Eine Regelung, dass ein... Ja, das ist schon eine schwierige Frage, aber man kann sie auch richtig beantworten. Es war so, dass diese Dinge um Andreas Sucher passiert sind. Es hat mehrere Pressemeldungen gegeben und letztendlich hat der Bürgermeister der Stadt Villach, Herr Albe, dann gebeten zu einem Gespräch auf diesem besagten Montag. Und wir haben dort diskutiert, wie geht die SPÖ weiter vor in dieser Sache. Und letztendlich hat der Bürgermeister mit den Herrn Sucher entschieden, dass der Herr Sucher sich aus dem Amt nimmt. Und dann hat es Gespräche gegeben, wer wird den Herrn Sucher vertreten. An und für sich bin ich sein erster Vertreter. Ich bin auch im Stadtsenat immer sein Vertreter gewesen. Und der Herr Bürgermeister hat mir dann doch ja, ein paar Stunden Zeit gelassen. Man muss ja mit der Familie auch wieder Rücksprache halten und mit ein paar Freunden, ob ich das machen will. Und ich habe dann ja, um circa 5:30 Ja gesagt, hat eine Pressekonferenz gegeben. Es hat dann sofort auch eine Einberufung der Partei gegeben. Und die Partei hat mir dort zu 100% das Vertrauen ausgesprochen. Herr Sobe, Sie waren ja schon zweimal im Stadtsenat, von 2003 bis 2009 und von 2013 bis 2015 als Stadtrat. Warum haben Sie diese Position nach der letzten Wahl nicht wieder bezogen? Das hat nicht der Herr Sobe entschieden, sondern der Wähler. Bei der letzten Wahl war ich auf die Nummer 5 gereiht und das hat auch Sinn gemacht. Man hat gesagt, junge und ältere, also erfahrene Menschen sollen in den Stadtsenat kommen. Letztendlich waren es dann 150 Stimmen, die nicht ausgereicht haben, dass ich das Stadtsenatsmandat bekommen habe. Und es hat noch etwas stattgefunden, was man nicht voraussehen hat können. Die FPÖ in Villach ist so weit abgestürzt, dass sich die arithmetische Rechnung dann überhaupt nicht mehr ausgegangen ist und eigentlich mein Stadtsenatsreferat bzw. auch mein Mandat dann der ÖVP zugefallen ist. Sie haben, wie Sie uns schon gesagt haben, nun die Aufgaben von Andreas Sucher übernommen. Das sind unter anderem die Referate Bauangelegenheiten, Stadt- und Verkehrsplanung, Hochbau und Liegenschaften, Feuerwehr, Sport- und Freizeitanlagen und das Straßenrecht. Im Herbst sollen Sie nach Aussagen des Bürgermeisters auch die beiden Referate übernehmen, die Herrn Weidinger weggenommen wurden. Sind das nicht zu viele Aufgaben, um jede einzelne mit hoher Qualität zu bearbeiten? Na, ich werde es versuchen, nochmal anders zu beantworten. Die Geschichte, dass dieses Gemeinderatssitzung stattgefunden hat, hat ja einen Vorlauf. Und dieser Vorlauf schaut so aus, dass auch Herr Weidinger immer gesagt hat, diese zwei Sachen, Bau und Planung, gehören zusammen, was ja auch Sinn macht. Aber natürlich hat es Herr Weidinger so gemeint, das muss alles zu ihm kommen, aufgrund aber der Stärke, die die SPÖ hat. Und andererseits, auch wenn man jetzt in den Raum stellen will, dass er bei Planung doch mehr oder weniger wenig oder bis nichts getan hat, dann macht es ja keinen Sinn, wenn man denjenigen im Bau auch noch dazu gibt. Das war der Grund, warum dann letztendlich die Entscheidung gefallen ist, noch einmal mit Mehrheit im Gemeinderat diese Referatswechsel durchzuführen. Das, was Sie jetzt meinen mit den vielen Referaten, hat eigentlich nichts alleine mit den
Politiker zu tun, sondern es hängt mit denen auch zusammen, wie viel du im Endeffekt auch gute Mitarbeiter hast. Also in der ersten Periode habe ich weit, weit mehr Referate gehabt und habe da auch kein Problem gehabt. Also ich habe damals den Stadtgarten gehabt, ich habe den Wirtschaftshof gehabt, ich habe das Wasserwerk gehabt, ich habe den Sport gehabt und habe die Feuerwehr gehabt. Also das sehe ich nicht so, sondern in Wirklichkeit ist es so, dass der Politiker eigentlich nur die Vision hat und die Vorgabe macht und letztendlich kontrolliert. Das heißt, dass Politik im Endeffekt funktioniert. Jetzt an Projekten schaut einmal so aus, es muss irgendwen geben, der eine Vorgabe macht, der eine Vision hat. Es muss natürlich auch ein Geld da sein, das funktioniert Gott sei Dank in Villach auch recht gut. Und du brauchst ausgezeichnete Mitarbeiter, die das dann umsetzen. Okay. Und wie sieht es mit der Übergabe der Referate aus? Stehen Sie im ständigen Kontakt mit Andreas Sucher? Andreas Sucher hat sich jetzt ausbedungen, einmal einen Monat Urlaub zu machen, was auch fair und gut ist. Und das andere wird es dann in einer kurzen Übergangsphase geben. Ich darf darauf schon hinweisen, dass ich aus 25 Jahren eigentlich Profipolitiker in verschiedensten Aufgaben nicht dasselbe Problem habe wie ein Quereinsteiger. Sie sind ja sozusagen auch ein Politprofi, ja, der schon viele, viele Jahre das politische Geschehen in Villach in welcher Rolle auch immer mitgeprägt hat. Jetzt ist es so, dass der Herr Andreas Sucher eigentlich bekannt dafür war, dass viele Aussendungen gekommen sind, auch Kritikpunkte gegenüber den anderen politischen Mitbewerberinnen und Bewerbern. Und am 1. August 2016 möchte ich jetzt den Herrn ÖVP-Klubobmann Christian Bober zitieren, der schreibt: Mit Harald Sobe übernimmt dieses Amt ein SPÖ-Funktionär mit mehr als 30 Jahren Erfahrung. Darauf können wir alle aufbauen. Ich werde auf Klubobmann Sobe offen zugehen. Jetzt stellt sich für mich die Frage, kommt mit Harald Sobe eine komplette Neuausrichtung in Villach? Wird es einen anderen politischen Stil in der Kommunikation geben? Ja, wird es sicher geben. Also der Herr Sucher hat, Herr Sucher hat diesen Charakter, Herr Sobe hat den Charakter, Herr Sucher war eine andere Art von Person. Das heißt aber nicht, dass der Herr Sucher etwas falsch gemacht hat, sondern er hat es anders gemacht. Meine momentane Situation ist ja auch nicht dieselbe wie die von Herrn Sucher, sondern ich habe ja das Problem, dass es momentan schon auch nach außen hin nicht einfach war, diese Sache, die bei dieser Gemeinderatssitzung passiert ist, wieder zum Reparieren. Das heißt, ich muss auf andere Sachen Bedacht nehmen und schauen, dass man auch unter den Fraktionen wieder den richtigen Weg findet, um für Villach zu arbeiten. Dieses offene Gespräch, gab es das bereits mit der ÖVP? Ja, es gab nicht nur mit der ÖVP, sondern mit allen Parteien haben wir noch am Abend dieser Gemeinderatssitzung einen Weg gefunden, zusammenzusitzen. Wir sind im Parkhotel gesessen und haben versucht, auch in Form von einem Ehrenkodex, den man breit fächern kann natürlich und natürlich den Wettbewerb unter den Fraktionen nicht wegnehmen will, zu finden. Und der läuft auch momentan. Es hat schon eine Besprechung gegeben vorigen Freitag. Es gibt heute wieder eine weitere. Und wir haben uns vereinbart, dass wir gesagt haben, mindestens 14 Tage vor einer Gemeinderatssitzung wollen wir uns treffen, um gewisse Sachen einmal außer Streit zu stellen. Es wird natürlich dieser Wettbewerb stattfinden. Es geht auch nicht. Es ist im Endeffekt die Politik nicht wie eine Firma. Es ziehen nicht alle unbedingt auf einen Strang, sondern es ist ein Wettbewerb der Ideen, der auch, muss ich sagen, normal stattfinden kann. Und das hat auch in Villach, glaube ich, jetzt über die Jahrzehnte funktioniert. Die Stadt steht besonders gut da. Und das, was man jetzt da auch in den Medien teilweise gesagt hat, stimmt so nicht. Also wir treffen uns heute um 13 Uhr mit allen Fraktionen. Wir werden da ein Kraftpaket für Villach einmal durchdiskutieren. Die anderen werden was einbringen, wir werden was einbringen. Und ich glaube, es geht jetzt schon in die richtige Richtung, dass wir versuchen, diese Dinge, die heute da leider passiert sind, wieder ins Lot zu bringen. Herr Sobe, nun sind Sie nachgerückt für Herrn Sucher. Fühlen Sie sich nun als Platzhalter bis zur nächsten Wahl? Also diese Frage muss die Partei beantworten. Es war ja nicht so, dass ich von selber gekommen bin und gesagt habe, ich möchte jetzt wieder in den Stadtsenat einziehen, sondern es war letztendlich die Entscheidung des Bürgermeisters und der Fraktion, die gebeten haben, ich sollte es noch einmal machen. Man muss es aber so sehen, ich war auch bis dato stellvertretender Klubobmann, das heißt, und Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses, was eigentlich der höchste Ausschuss ist. Also ich war ja nicht weg vom Ganzen, sondern im Endeffekt hat nur die Partei entschieden, dass ich heute halt momentan wirklich Hilfestellung leisten kann aufgrund meiner Erfahrung. Ich glaube, dass das auch sehr wesentlich und wichtig ist, dass sich Leute, die Erfahrung haben, wenn es momentan irgendwo nicht stimmt, auch wieder einbringen können. Herr Sobe, hätten Sie vielleicht in dieser schwierigen Zeit
wo sie, wie Sie gesagt haben, eine Reihe zurück, ja sozusagen das Ganze angeschaut haben, anders reagiert? Hätten Sie etwas anders gemacht wie Ihre Parteikollegen? Diese Frage ist auch sehr schwer zu beantworten, weil ich sage, was weiß ich, der Stil, den Harald Sobe hat, den hat ein anderer nicht. Das heißt, es wäre jetzt ein falsch, eine Kritik anzubringen, sondern ich glaube, dass diese Mannschaft, die auch letztendlich eine Wahl mit absoluter Mehrheit gewonnen hat, auch von sich aus gesehen schon das Richtige gemacht hat. Es hat halt dann einfach Probleme gegeben, die uns irgendwo dann auf die schiefe Ebene gebracht haben. Das heißt aber nicht, dass die Leute schlecht gearbeitet haben. Ihre Rückkehr wurde von unseren Lesern als sehr positiv gesehen. Sie wurden als sehr sympathisch, umgänglich, bürgernah und durchsetzungsfähig bezeichnet. Warum gab es Harald Sobe nie als Bürgermeisterkandidat? Diese Frage dürfen Sie mir nicht stellen, sondern letztendlich, wie viele Bürgerinnen und Bürger wissen, war die Entscheidung, dass Herr Manzenreiter dann auch einen Nachfolgekandidaten aufstellt, die Entscheidung des Herrn Manzenreiter und nicht die des Harald Sobe. Würden Sie sich als Bürgermeister aufstellen lassen, wenn Sie gefragt werden würden, wenn man es Ihnen anbieten würde? Diese Frage stellt sich momentan nicht. Der Bürgermeister von Villach ist vom Volk direkt gewählt. Er müsste aus irgendwelchen Gründen dann selbst zurücktreten. Ansonsten ist diese Frage heute eigentlich nicht zu führen. Abgesehen von Ihren Aufgaben, die Sie gerade übernommen haben, was sind Ihre Ziele in der nächsten Zeit in Ihrem Amt? Ja, aufgrund dessen, dass natürlich dieser Referatswechsel stattgefunden hat, erwarten die Bürgerinnen und Bürger natürlich, dass auch etwas passiert. Ich habe mich schon ein bisschen eingearbeitet. Also wie gesagt, der Herr Sucher hat momentan Urlaub und ich habe momentan vor, in nächster Zeit 3 bis 4 Projekte so schnell wie möglich umzusetzen. Eines wird relativ leicht sein, das ist in Molanik die Bushaltestelle. Das nächste wird sein, dass man mit diesem Kreisverkehr auf der Kölzerbrücke auch etwas weiterkommt, vielleicht auch noch heuer beginnen kann. Und eines der wichtigsten Anliegen, die natürlich nicht die Stadt alleine entscheiden kann, sondern letztendlich auch das Land mitfinanzieren muss, ist die L49 in Landskron. Da werde ich auch versuchen, dass ich dann so schnell wie möglich zum Herrn Köfer hinunterfahre, dass das Projekt heuer noch über die Bühne geht. Auch ein Anliegen, das für mich relativ einfach zum Beurteilen ist, ist dieser sogenannte Totenweg, um den es wirklich sehr, sehr viel Pressearbeit gegeben hat, den ich auch glaube, so schnell wie möglich entscheiden zu können. Ja, wir sind am Ende unseres Gespräches angelangt. Sie waren ja sozusagen als Add-on-Lösung auch für uns gedacht. Von unserer Seite aus nochmal ein herzliches Dankeschön für die Zeit, dass Sie auch die Fragen beantwortet haben von unserer Leserinnen und Lesern und auch von uns seitens der Redaktion. Wir wünschen Ihnen viel Kraft für die Zukunft und alles Gute. Danke. Ich darf mich auch nochmal recht herzlich bedanken. Danke. Danke. Okay.